In Servus zusammen und herzlich willkommen zu mittlerweile Part 12 von DuckTales Remastered bei Intune Records. Und heute gehen wir zum letzten verfügbaren Level, und zwar ist das der Mond. Auf geht's! It's a long way to the moon, lads. But the green cheese of longevity will make it worth the trip. Up, up and away! Die Rakete. Tentakelviech. Gosh, Mr. McDuck! I've never been to the moon before! Well, when it comes to space cadets, Fenton, you're a natural. Now, Gyro, why in blazes are we chewing this awful blue muck? Why, that's Oxy-Chew, Mr. McDuck! It's my latest invention, oxygen-flavored taffy. 5 good chews and you can breathe on the lunar surface without a spacesuit. Oh, and it tastes great, too. That, Gyro, is a matter of opinion. Now, which way to the green cheese? What do you mean? Isn't it all around us? Yeah? How do you figure? Everybody knows the whole moon's made of green cheese. Well, that's what my dear mama said. And it'd take a feather brain like you to believe her. Sometimes I don't know what I'm gonna... Wait, what's that? Look, here's someone who could give us directions. Hello? Ah! Mr. McDuck! Help! Oh no, we've got to save him! Do we really? We do if you want to find that treasure of yours, Mr. McDuck. Fenton was carrying the Gizmo Duck suit. That's the only thing we've got powerful enough to break into the moon vault. All right, fine. Stay here and guard the supplies while I look for that bumbling bookkeeper. Alles klar. Level nicht schwer. Jetzt kommen hier solche Special Suit Gegner hier. Müssen wir hier natürlich ein bisschen aufräumen. Was passiert denn jetzt? Oh shit. Looks like the same spaceship that took off with Fenton. Ah, sie bringen uns eine Leine. I guess this means I'm invited on board. Kann man das sehen? Schauen wir mal, ob hier noch irgendwie was ist. Ja, sag ich doch. Wir brauchen zwar keine Herzen. Aber wir nehmen doch alles was mit, was gratis ist. So. Kann hier noch erledigen. Zack. Da rechts ist auch noch was. Natürlich ist hier noch was. Alles vernichten hier. Zack. Ja, die Gegner sind relativ dankbar. Für jeden Schlag, den sie kassieren. Sie natürlich jetzt erstmal einmal lang gehen, weil ich wissen will, was es hier noch so zu sehen gibt. Irgendwie scheint das hier endlos zu gehen. I didn't get rich by being foolish. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier hinrenne. Ah, das ist der Moon Vault. Geht's hier rechts weiter? Nein, geht's nicht. Okay, das ist der Moon Vault. Und dazu brauche ich Gizmo Duck. Okay. Na dann. Didn't get to be number one by back and boom. Jetzt
zurück zum Raumschiff und holen uns Gizmo Duck. / Fenton. Wow, lass mich in Ruhe. Onward and up. Auf geht's. Ah, die sehen ja malerisch aus, die Viecher. Diese Dinger da oben sind bestimmt auch nicht gerade einladend. Oh no! Als er mich tatsächlich treffen lassen. Gutes Timing. Man muss gleich danach den Stick wieder weglassen. Ich weiß nicht, ob ich hier drüber pokern kann. So auf jeden Fall nicht. Ah, jetzt bin ich wieder aus dem Raumschiff rausgefallen. Okay. Ich habe jetzt hier alle Herzen, die man finden kann, schon verbraucht. Okay, ich werde jetzt da nicht nochmal nach rechts gehen. Ich werde jetzt nach links gucken. Da so erwartet. Müssen wir überhaupt hin? Wir müssen nach oben. Aber ich will trotzdem gucken, was hier noch ist. Ich kann doch hier nicht einfach umgammeln. So. Komm schon. Ich darf nicht zu lange nach oben gehen, weil sonst kriege ich eine. So. Hoch hier. Ja, und hier sind auch wieder solche Dinger. Ich probier's nochmal. Nein. Ich kann da nicht drauf. Dann haben wir das jetzt auch festgestellt. Hier ist nochmal so ein Seil. Den kommen wahrscheinlich auch wieder aus dem Ding raus. Jetzt gehen wir erstmal den Fenton Duck suchen. Ihr müsst halt auch bedenken, ich habe jetzt schon zwar fast das erste Leben verloren. Wenn es jetzt rausgeht, dann müssen wir halt das Level nochmal machen. Also nicht das Problem, hier kommt man nicht weiter. Hier muss was sein, sag ich doch. Diese Viecher sind komisch. Sind echt komisch. Hier ist nichts. Und da ist ein Teil vom Suit. My bagpipes! A piece of Gizmo Duck suit! Oh, if only I had a way to open this door. Ja, schau mal, wo man die Door open kann. Das muss bestimmt an irgendeiner anderen Stelle sein. Schauen wir mal hoch hier. Sind wir jetzt? Hier rechts ist nichts. Also natürlich in der Ecke ist wieder was wie immer, aber nichts Spezielles. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Ah, okay, was haben wir hier? Ah, das schau an. Fenton, get down from there and stop embarrassing yourself. Mr. McDuck! Thank goodness you're here! I think those aliens wanted to suck out my brain and make an army of Fenton clones! Bah, they'd soon learn that one of you is one too many. Now, help me find a security override so we can get to your Gizmo Duck suit. You mean this? Security system disengaged. Fenton, you're a genius! Gee, Mr. McDuck, do you mean it? Oh, man. Warning, damage report. Artificial gravity system is offline. Fenton, you're a nincompoop. You broke the gravity controls. Not to worry. I'll have it fixed in a jiffy. I got a level 3 certificate of technology from Happy Ducky University, you know. Oh, no you don't. You'll probably slam into the self-destruct button, too. I'll get us out of this. Cool, wir können jetzt in der Schwerelosigkeit schwimmen. Bei den Felsen passe ich mal auf, weil die tun vielleicht weh. Und zack. Gravity system restored. All systems normal. Nice work, Mr. McDuck. Now, let's go get my Gizmo Duck suit. Not so fast, Dunderhead. You go wait with Gyro. I'll find a Gizmo Duck suit myself. Klare Ansage, und ich glaube, das ist auch wirklich besser so. Schauen wir hier nochmal kurz ein bisschen rumspringen, ob hier noch was ist. Ich könnte natürlich ein, zwei Herzen brauchen. Jetzt geht's hier nach links weiter. Unter mir ist ein Teil vom Suit. Ich glaube, ich hole erstmal den unteren Teil. Weil die anderen zwei sind oben. Dass wir den auf jeden Fall haben. Und dann können wir ja weiter gucken. So. Dann mal runter hier. Ach komm, dieses dreckige Viech. Geh weg. So. Es ist jetzt aber auch erst aufgetaucht, als ich den deaktiviert habe. Gizmo Duck's helmet! Oh, if I didn't know better, I'd swear Fenton actually gets smarter when he wears this thing.
Maybe I'm a wee bit too hard on the lad. Now, only two more parts to find and we can break into that moon vault. Jawohl, so schaut's aus. Aber wie gesagt, ein Herz wäre noch nice. Hier kann man hoch. Gehen wir mal hier hoch. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir wieder auf der Höhe, genau. Oh shit. Geh weg. Jetzt kommen hier wieder Gegner, das ist natürlich doof. Ich will jetzt nicht mein letztes Herz auch noch verlieren. Müssen wir erstmal die Kiste da runterholen. Jawohl, eine Torte. Ich glaub's nicht. Das ist ja mal der Hammer. Der absolute Hammer ist das. Und wir müssen hoch. Weiter geht's. So, und ich wette, hier an der Decke ist irgendwas. Aber ich werde das nicht erreichen können. Das erstmal hinmachen hier. Getroffen. Das hilft mir auch nichts. Jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich hin? Ich kann in beide Richtungen gehen. Ja, komm her, du. Na komm. Dann machen wir es eben so. Tschüss. Auch so ein bisschen Gizmodux-Suit-mäßig. Jetzt muss ich den hier ein bisschen früher ausschalten. Schauen, ob hier noch was drin ist. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Da-da-da-da-da-da-da. Hier ist nichts, hier auch nicht. Ey, geh weg. Ah, der schwebt jetzt mal. Ja, er geht weg. Auch nicht schlecht. Und ich bin mir sicher, dass ich dieses Fass brauche. Ja, das war es mir jetzt wert. Ja, es war doch klar, hier ist ein Geheimnis. Was haben wir hier? Einen roten Stein. Hier ist auch noch was, genau. Und noch ein Herz, das hat uns gefehlt. Wenn wir nur noch hier wieder rauskommen. So, du kriegst jetzt noch eine, weil du mir wehgetan hast. Jetzt machen wir die Steine hier putt. Die brauchen wir nicht und dann geht's weiter nach oben. So, das da rechts könnte ein Geheimgang sein. Ist es aber nicht. Ein paar Igelsteine haben wir rausgeholt. Okay. Boom, weg mit dir. So, ach komm, ich hab's gestreift, ja. Ah, das ist ein dämliches Ding. So, weg mit dem hier. Nehmen wir ein roter Edelstein. Ein Herz wäre noch gut, wenn wir wieder aufgetankt sind. Aber das werden wir schon noch finden. Weiter geht's. Langer Weg.